Hallo Leute und wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Runde Death by Daylight mit Chris. Hi. Und mit mir. Hi. Jo. Weiter geht's. Ich muss mich für meine Manieren aus der letzten Folge entschuldigen. Wieso? Ach, man hört es nicht. Ach so, das war ganz Hey, ja. Bei mir ist es. Ja, wenn man. Bei mir ist es. Ah, okay, jetzt hat's geladen. Wenn man es gehört hat, dann weiß man. Dann entschuldige ich mich dafür. Wenn nicht, dann nicht. Ja, lassen wir jetzt mal so. Oh, das war gestern. Das ging ja jetzt. Jetzt hier den Keller. Fallsteller. Boah, ist, war das schon immer so, dass diese Schweinehälften im Baum da gewackelt haben? Das weiß ich nicht. Bei mir wackeln die da so voll. Feinsteller, ich sehe den noch, wie der da hinten rumläuft. Ich mag den Feinsteller. Ich bin selber ziemlich gut mit ihm und komme selber mit ihm gut klar. Ja, er läuft gerade im Feld rum. Ich bin in einem Feld. Warte. Ach, verdammt. Ja, aber nicht in meiner Gegend. Na, bei mir irgendwie auch nicht. Ich geh jetzt erstmal eine Falle entschärfen. Ich nehme alles zurück. Ist doch in meiner Nähe. Also, er verfolgt gerade einen in meiner Nähe. Es ist lustig, ich sehe nur den Typen weglaufen, höre aber selber den Killer nicht. Ich müsste ab und zu mal mit der Mute-Funktion von OBS arbeiten. Mach ich nie. Scheiß drauf. Hört man mich halt eben husten, ne? Ja. Genau wie ich muss mich gerade räuspern. Oh, der hängt unten. Ja, das ist nicht so schön. Ob ich ihn sehe? Okay, er hat sich selbst versucht, selbst zu befreien. Ist, der Killer ist oben, aber ist im Haus. Der Typ ist tot. Halt ab. Man weiß halt nie, ob der das Excel aufgehört hat oder ob das. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht, wenn man ein bisschen irgendwie. Also wenn man ein bisschen anders plötzlich die Leertaste drückt, also. Ich sag einfach mal eine andere Taktfrequenz, ne? Dann ist das schon. Kann schon als Aussage, also kann als einmal nicht drücken gewertet werden. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich will hier von diesem Ding hier runter, aber ich sehe den Killer die ganze Zeit. Den Generator nicht hier weitermachen. Haben wir eigentlich schon überhaupt einen Generator geschafft? Ja, ich gerade eben. Oh. Toll, jetzt kommt er direkt zu mir. Bin nämlich direkt daneben. Der ist dran. Alter, wie kann der mich nicht gesehen haben? Nein! Alter, der ist direkt. Der ist direkt an mir vorbeigelaufen. Lol. Der hat mich quasi angeguckt. Ich hab ihn zugezwinkert quasi. Okay, da ist eine Falle vor dem Typen. Ja, der versucht sich auch direkt zu befreien. So, er rennt erstmal weg. Ich versuch sie zu befreien. Aber warte, er ist noch in der Nähe. Ja, warte ein paar Sekunden noch, dann kommt er vielleicht zu mir. Und zwar genau jetzt. Ja, hast du es gemacht? Nein, ich höre ihn immer noch. Ja, er ist noch bei mir. Also ist bei ihr. Jetzt verfolgt er mich. Versucht sie zu holen, aber aufpassen, Falle. Yep. Oder nee, ich glaube, er campt nicht. Er campt bei ihr, meine ich. Er campt bei ihr, glaube ich. Immer noch? Er ist nicht mehr bei mir.
hat nur kurz was kaputtgeschlagen und ist dann, glaube ich, wieder zurück. Ich bin kein Haken geschlagen, das heißt, er. Ich höre, das Herz schlägt voll, aber ich sehe den nicht. Der ist tot. Na, er ist oben, glaube ich, auf diesem auf diesem Dingswagen, auf dem Mähdrescher. Ich sehe ihn laufen. Scheiße, er kommt in meine Richtung. Er ist direkt bei mir. Ja, scheiße, er verfolgt mich. Nein! Nein! Ich bin down. Mach die Generatoren, mach die Generatoren. Mach die Generatoren. Ja, warte. Wo ist der? Da ist der. Ja, im Haus. Ich werde jetzt ins Haus kommen. Ich werde so lange durchhalten wie möglich. Warte, ich muss hier weg. Es bringt dich. Ich habe zwei Generatoren. Sind zwei Fallen. Okay, nur noch einer. Ja, doch, er macht oben doch noch, eine Falle vor die Treppe. Vor welche Treppe? Die untere oder unten? Unten vor die Treppe. Ach, kacke. Also direkt bei mir ist eine Falle und dann unten vor die Treppe ein. Und ich höre ihn immer noch. Also er legt zwei Fallen und campt. Campt er bei dir? Ich höre ihn immer noch. Ich nicht mehr. War doch da hinten, sehe ich ihn. Mach die Generatoren. Ich glaube, er legt noch eine dritte Falle. Ich glaube, wahrscheinlich wieder beim Fenster. Versuch's nicht. Achso, okay. Ja, es sah so aus, als... Ich dachte, du wolltest ihn hier noch. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, versuch. Okay, ich höre ihn gerade nicht. Nein? Nee. Halt dich rechts, wenn du da runter gehst. Ich höre ihn wieder. Okay, dann riskier es nicht runter. Jetzt ist schon zu spät. Ich hab ihn eh gehört. Ja, komm nicht runter. Er ist zwar nicht hier bei mir, aber komm nicht runter. Tschüss. Wo hast du ihn? Lol, da sind auf einmal so Sterne um dich herum. Sparkles! Echt? Sterne? Ja. Ich bin ein Engel. Ich sehe ihn. Ich hab ihn nicht gehört, ne? Ich hab ihn gesehen, er hat mich von oben beobachtet. I'm watching you. Ey, du hast einen Generator fertig. Und du sollst ins Gras. Oder sonst irgendwo dich verstecken. Oh, fuck. Oh, Alter. Mhm. Ist ein Generator. War im Haus eigentlich einer? Chris? Ich meine nicht. Nein, da war keiner. Behaupte ich jetzt mal. Ich hab nicht drauf geachtet, aber da war keiner. Puh. Was machen die anderen Überlebenden? Was machst du jetzt eigentlich so nebenbei? Oh, ich guck hier so gerade ein bisschen auf Nein-Gag. Kacke! Wer würde gewinnen? Der ISIS-Tank oder der deutsche Leopard-Panzer? Der ISIS-Tank ist natürlich eine Ziege. Oh fuck! Oh fuck! Ich wäre direkt nach links gelaufen, weil da eine Palette war, aber... Wer bin ich denn? Ich bin ja gestorben. Oh nein! Okay, das war's. Ido. Yeah. Hey, cool. Er ist direkt nach. Ja. Oh nein. Ist
ist Mario. In der nächsten Folge, nein, in der nächsten Runde wird's besser. In der nächsten Runde, denn das ist bis jetzt nur Teil 1 gewesen. Aber jetzt siehst du auch, ne? Ich habe die meisten Punkte. 5161. Warte. 5161 hast du. Danach stehe ich mit 3428 bei mir. Ja, das stimmt. Hä? Der Greystone 2504. Chemchok 292. Ja, und der Killer mit 14.148. Na, das glaube ich nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Schreibt GG und verpisst sich direkt, okay? Ja, ey, so ein Huso, ne? Geht aber so gar nicht. Voller Camper. Lol, nerftes Charakter. Hallo, Chris? Ja. Okay. Ja, du warst plötzlich so abgehackt und dann weg. Ja, es ist wegen. Also bei mir hört man mich besser als bei dir. Bei Aufnahmeschwelle und so. Hey. Ich will auch nicht immer, dass dieses lästige Störgeräusch hier gesendet wird. Es ist der Kettensägen gemacht. Und hier kommt der Kettensägen. Oh. Mann, er kommt, aber poppt. Ich bin gerade die Ecke rum, er läuft vor mir einmal rum. Also bei mir läuft er auch drin bei mir. Okay. Hey, dann sind wir beide ja zusammen gewesen in der Nähe. In der großen Scheune war ich. Ah, ich war draußen. Ah, hier, ich bin hier am Generator in der Ecke. Das ist an der Wand, nicht an der Ecke. Generator in der Ecke, da komme ich auch mal. Es ist nicht in der Ecke, aber an der Wand. Der Generator an der Ecke ist eigentlich an der Wand. Vorher muss ich noch hier gerade die Kiste durchspielen, weil ich will ja unbedingt jetzt dieses tägliche Ziel da schaffen. Oh, Neki. Ah, du machst gerade weiter. Eine normale Werkzeugkiste. Ja komm, packen wir da mit deinem Werkzeugkasten. Ne, ich will ihn da rüber schaffen. Du Trottel. Ich hab mich erschrocken. Ah, da hängt einer am Haken. Ja, so in der Art. Ich wollte die Schreie nicht hören, deswegen hab ich auch gedacht, irgendwie ist der Killer kommt. Ach nee. Komm, wir ziehen das jetzt hier durch, Chris. Ja, ich wollte halt überleben, das ist das Ding. Nämlich oldschool, aber ich möchte gerne das Spiel durchspielen. Also bis zum Ende schaffen. Zeig vor uns. Das sagt ihr nicht. Ich finde immer lustig, wenn ein Killer direkt vor dir steht und dich nicht sieht. Ja. Vor allem, der kam so auf mich zu. What? Hä? Was? Das war jetzt gerade ein Lag. Ich geh da mal runter. Der ist an mir vorbeigerauscht mit der Kettensäge, hat eine 360 Grad Wendung gemacht und ist dann. Ne, Quatsch, 180 Grad Wendung und ist dann direkt bei mir gewesen wieder. Und jetzt kommt er zu euch. Weg da. Ja, wenn der mich mal rauslassen würde. Alter! Er ist fast bei euch. Ihr seid da zu dritt. Wenn schafft einer zu mir zu kommen, wäre super. Wow! Alter! Okay. Oder nicht? Ey, der Killer sieht cool aus. Ja. Oh Gott, ich habe da jetzt irgendwie so ein fünftes Teil. Also Vogelscheuche lebt. Aber da ist so einen anderen Perk jetzt noch dabei. Wahrscheinlich so ein Killer-Perk. Ich bin unten. Alter, was ist das für eine Kettensäge? WTF? Der Perk mit der Kettensäge. Siehst du den? Ja. Alter, was ist das? Ich hänge. Unten. Ja. Ja, heil mich doch. Vor allem dieser andere Jake, ne? Ich hab den vom Haken runtergeholt und der Wichser bleibt da unten stehen. Eher auf der Treppe. Na, super. What? Rate mal, wer mich jetzt retten kommt, der verletzte Jake. Rate mal, wer bei mir ist. Hier ist der Kettensägenmann. Alter.
mich. Der macht mir ein bisschen Angst mit seiner Kettensäge. Oh Gott, jetzt. Nein, das geht jetzt nicht. Das geht doch jetzt nicht. Jetzt werde ich angerufen. Ich hör's. Na, bis gleich. Tschüss. Mikrofon muted. Naja. Dann haben wir mal den Niki. Achso, der Typ war gerade nur verletzt. Mal gucken, dass wir jetzt gleich mal noch rüberkommen. Was ist eigentlich mit Chris los? Geht der jetzt irgendwo? Ich hoffe nicht. Wo ist der Killer? Mikrofon activated. Chris? Nein! Das ist so. Wo bist du? Ich wurde gerade erwischt, hallo. Aber es ist so unfair. Das ist so unfair. Ich habe doch gerade das Gespräch mit meiner Mutter beendet. Und genau dann kommt er. Ich mach gerade alles bereit. Ja! Ich kann nur schreien. Ich könnte jetzt gerade richtig explodieren. Und ich werde natürlich da unten. Mann! Warum? Ich wollte es gerade schnell beenden und dann zieht sie das noch in die Länge! Mann! Und vor allem so eine Sache so, ja, hast du dich um die Post gekümmert? Ja, ich kümmere mich schon um meine eigene Post! Ja! Den Brief hat sie mich schon längst gekümmert! Probleme des Alltags. Und die hat schon eingeheftet und alles. Und jetzt kommt sie wegen so einem scheiß Provinzialscheiße! Ja. Ich komme! Ich dachte, die wird von Dead by Daylight Team engagiert, damit ich meine Mission nicht schaffe. Diese täglichen Ziele, die wollen nicht Punkte verlieren. Oh Gott, Mario, du tollkühner Hengst. Oh mein Gott. Halte durch, Chris. Nein. Oh fuck, lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor. Ja, lass mich, lass. Nein. Nein, Chris. Das gibt's doch nicht. Ja, lass mich vor, lass mich vor. Ich dachte, er will direkt auf mich los. Fuck! Das war gerade weniger schlau. Nein! Halt ihn auf! Halt dich schon mal vor! Halt dich ich halte mich nicht vor, ich hau ab! Bleib doch da nicht in der Nähe stehen! Ich versuche zu dir zu kommen! Er ist direkt hinter dir! Versuch nicht zu dir zu kommen! Okay. Alter. Ich krieche zu ihnen. Der Killer ist gut. Ja. Oder wir sind schlecht. Heimlich. Schneller. Sie haben es gehört. Mikrofon muted. Ich glaube, ich bin tot. Hilfe. Ich werde gerade gerettet. Und der Killer ist hier unten. Ganz schlau. Oh. Scheiße. Ich bin down. Nein. Ich glaube, ich hing dreimal in dieser Folge im Keller. Alter. Chris, was ist bei dir los? Mikrofon activated. Chris? Ja, Entschuldigung, ich musste gerade noch mit jemandem reden. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Ah, oh, okay. Oh. Ich dachte, du wärst noch da. Du hast einfach nichts gesagt. WTF. Hä? Ich hab einfach gedacht, du wärst noch da. Ja, schon klar. Aber halt, dass du mir nicht antwortest oder so. Keine Ahnung. Was ist los mit dem Niki? Ich will den heilen. Bleib doch. Alter, lass den. Der ist doch.
Das ist der Teufel. Jetzt pass auf. Dann läuft er immer weg. Da. Schön, ich war gerade. War gerade blöd. Muss gerade reden. Kannst du mir vorstellen. Was war das? Warum haben die Pech lila geleuchtet? Es sind nur die Renaturen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat dann. Im Generator ist jemand. Und der Killer. Warte mal, die Luke in der Nähe, oder? Ich hab dieses Geräusch gehört. Hast du das auch gehört? Das Killergeräusch gehört. Nee, für die Luke. Geh mal gleich zwischen diesen Heuballen-Dinger gucken, wenn du gleich Zeit dazu hast. Rechts von dir die Heuballen. Ja. Ich hab's hier nämlich gerade gehört. Es wird nicht zwischen Heuballen sein. Ja, warte mal. Geh doch mal zurück. Okay, warte. Dann da irgendwo. Rechts. Ah, hier ist nichts. Vor allem, ich hätte sie davor gar nicht hören können, weil wann. Doch, man kann den Spawner trotzdem hören. Nein. Man muss die Erscheinung. Das hört man doch, glaube ich, erst, wenn mehr Generatoren da sind. Dann scheint die, glaube ich, das. Erst wenn mehr Generatoren Überlebende da sind. Bah. Okay, ich dachte. Ja, ich wollte sagen, du hattest einen Verfolger. Hab ich irgendwie gemerkt. Neneki wird jetzt sterben, ne? Ah, toll. Ja, der ist gerade auf dem Arm. Hat er ihn auf den Arm genommen? Er hängt und ist tot. Ja, toll. Ja, da waren gerade irgendwie 8 Perks oder so bei mir angezeigt, WTF. Chris, du musst auch schaffen. Versuch das Touchpad vom Generator zu reparieren. Und dann leise! Guck mal! Ich hab das Klappen gehört. Also ich hab dieses... Lol. Ja, aber wo ist dieses Kettensägen-Ding hin? Das ist gar nicht da bei niemandem. Lol. Weiß ich nicht. Na gut. Vielleicht war das so ein Ding, so ein. Aber entkommen und sammle ein neues Objekt zweimal. Habe ich jetzt immer noch 0 von 2. Was ist denn ein neues Objekt? Oder du musst zweimal dasselbe Objekt sammeln. Und das zweimal? Keine Ahnung, wieso. Aber wie heißt die Folge jetzt vorbei? Das klären wir in der nächsten Folge vielleicht. Schon? Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Und jetzt habe ich schon wieder 3 neue von diesen braunen Dingern. Das ist doch so eine Scheiße, ey. Alter, ich habe so viel braun. Ihr könnt meinen, was ist denn los mit dir? Aber ich kann mal gucken. Ausstattung, Opfergaben. Das sehen wir aber einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Hä, Leute, ich habe gar keins bekommen. WTF. So, ich bin Level 38 und das. Mit diesen interessanten Worten, genau. Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.